Als nächstes hat sich Dr. Naas für die antragstellende Fraktion gemeldet. Und er hat jetzt auch das Wort und volles Publikum in seiner Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wollte mir die ganzen Argumente noch einmal anhören, die hier vorgetragen werden. Und in der Tat, die wenigsten waren überraschend. Ich will Ihnen an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal sagen, wir kämpfen weiter für den hessischen Einzelhandel, denn der hessische Einzelhandel ist in Not. Und wenn Sie sich einmal die Zahlen des Handelsverbandes vor Augen führen, 50.000 Läden werden geschätzt in Deutschland schließen. Das sind statistisch gesehen allein prognostiziert 5.000 Geschäfte in Hessen. Und das ist zu viel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter vertiefen. Ich war die letzte Woche in unserer Kreisstadt, das ist die Stadt Bad Homburg. Da steht jeder dritte Laden mittlerweile auf der Luisenstraße, Kollegin Barth kann das sicherlich bestätigen, leer. Deswegen sind wir in großer Sorge. Deswegen ist die einfache Frage dieser Tage, und zwar unabhängig von Hilfsprogrammen, was können wir tun, um die hessischen Innenstädte zu retten, denn sie sind kulturelle Errungenschaften, sie sind historisch gewachsen, es ist eine ganz lange Entwicklung, und sie machen die Identität, sie machen das Herz unserer Gemeinde aus. Und wenn wir an unsere Gemeinde denken, dann denken wir doch nicht an Neubaugebiete, sondern dann denken wir an die Innenstädte. Und die Menschen gehen nach wie vor allem in die Innenstädte, um Einzelhandel zu treiben, um etwas zu kaufen und nicht nur, um in die Kirche zu gehen oder aufs Amt, oder vielleicht einfach zum Verweilen, sondern es ist meistens immer noch der Einzelhandel, der dazu führt, dass die Menschen in die Innenstädte kommen. Und das ist auch gut so, und deswegen haben wir den Einzelhandel im Blick. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was wollten wir eigentlich mit diesem Gesetzentwurf? Und die wenigsten der Kollegen scheinen den ja gelesen zu haben bei dem Pavlovschen Reflex Sonntagsöffnung FDP. Da hat man wohl die Vorlage beiseite gelesen und war sich der Argumente sicher. Ich will es gerne noch einmal wiederholen. Wahrscheinlich ist es für den einen oder anderen das erste Mal. Es geht hier um eine befristete Regelung bis zum nächsten Jahr. Es geht um 4 zusätzliche Sonntage. Weil es im Moment keinen Anlassbezug geben kann, logischerweise, weil wir den Anlassbezug ja gar nicht herstellen können. Die Einzelhändler können das zumindest nicht. So. Und deswegen haben wir gesagt, in dieser besonderen Phase, mit dieser besonderen Verantwortung, die wir haben, weil wir nämlich aktiv ja auch die Läden geschlossen haben als Staat, wir haben ja die Dinger zugemacht, die Erwerbsgrundlagen vieler Menschen, die einzelnen Geschäfte zugemacht. Deswegen haben wir auch eine besondere Verantwortung. Deswegen haben wir noch einmal neu angesetzt und haben gesagt, das ist unsere Aufgabe für ein Jahr, für Abhilfe zu sorgen und den Gewerbevereinen die Möglichkeit zu geben, hier etwas zu machen, einen Neustart, die Innenstädte neu zu entwickeln. Und lieber Kollege Schaus, in Berlin ist es ja schon nach aktueller Rechtslage möglich. Denn dort in Berlin, unter dem Grundgesetz, soll ja auch in Berlin gelten, habe ich gehört, sind ja, so heißt es, sind ja 8 verkaufsoffene Sonntage möglich. Das bestimmt nämlich in Berlin der Senat. Und jetzt kann man mal fragen, wer in Berlin regiert. Das sind doch Sie und die Sozialdemokraten. Wieso ist es in Berlin möglich und in Hessen nicht? So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Anhörung gelaufen ist. Und da sind ja wenige Überraschungen dabei, da gebe ich Ihnen recht. Also das Kommissariat der katholischen Bischöfe in Hessen hat natürlich erwartungsgemäß hier Stellung genommen und die evangelischen Kirchen in Hessen genauso. Das ist völlig in Ordnung, da habe ich auch großen Respekt vor. Dass der Landesfrauenrat nach kontroverser Diskussion sich dagegen entschieden hat, gut, das ist so, wie es ist. Aber es gab auch auf der positiven Seite natürlich viele Stellungnahmen. Der Handelsverband sagt, die Sonntagsöffnung ist ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Instrument im Stadtmarketing. So, der Hessische Städterat, der Landkreistag, die kommunalen Vertreter haben sich überwiegend dafür ausgesprochen und gesagt, das sind wichtige Beiträge. Industrie- und Handelskammertag, da wird die Sonderregelung begrüßt. Entscheidend, Kollege Müller, ist aber für mich, weil Sie ja gleich wieder sagen werden, es ist alles verfassungswidrig, alles unzweckmäßig, vermute ich mal ganz stark, möchte ich Ihnen sagen, was der erste Gewerbeverein der Christenheit gesagt hat. Und das ist der Gewerbering Herborn, da wo Sie herkommen. Und den möchte ich zitieren. Der sagt nämlich,
Der Einzelhandel und die Gastronomie warten sehnsüchtig und mittlerweile dringend auf Signale aus der hessischen Landespolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen findet der Gesetzentwurf unsere Zustimmung, heißt es aus Herborn. Und wir kämpfen nicht nur für den Gewerbeverein in Herborn, um es mal deutlich zu sagen, sondern für alle 400 Gewerbevereine in Hessen. Und der Einzige, der mir hier Mut gemacht hat im Ausschuss, war der Kollege Kasseker, denn der hat das nicht beiseite gewischt und gesagt, das geht alles nicht, sondern er hat gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Öffnungen anbieten und dass wir auch noch einmal überprüfen, ob eine Sonntagsöffnung möglich ist. So, und da ja immer die Verfassungswidrigkeit und die rechtlichen Komplikationen hier geschildert werden, nehmen Sie doch einmal die Allianz für den freien Sonntag. Das ist ja Ihr Kronzeuge normalerweise, Kollege Schaus. Selbst die haben nur von erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken auf ihren 25 Seiten Rechtsgutachten gesprochen. Nur, genau das ist nämlich der Punkt. Die hätten keine Gelegenheit ausgelassen, zu sagen, dieser Gesetzentwurf ist verfassungswidrig. Da können Sie mir aber wirklich recht geben und sicher sein. Aber auch die haben noch nicht mal ihre Kronzeugen haben das gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und um was geht es hier eigentlich? Es geht hier um einen Beitrag. Es geht um einen Beitrag zur Rettung der hessischen Innenstädte. Und da gehört mehr dazu, da gebe ich Ihnen recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was denn die Koalition an gezielter Unterstützung das letzte Mal in ihrem Antrag gefordert hat. Und da zitiere ich mal, was hier steht. Der Landtag stellt fest, dass sich der Handel selbst weiterentwickeln muss. Der Kollege Hoffmann hat es ja heute doch mal gesagt, die trottligen Kommunen, die haben es doch nicht geschafft, ihre Innenstädte attraktiv zu machen. Wenn das Ihre Meinung ist, lassen Sie die hessischen Kommunen alleine, die Gewerbevereine alleine, und das ist zu wenig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schaus zu. Ich bin gleich fertig, und deswegen kann sich ja noch mal zu Wort melden, wenn er noch etwas Zeit hat. Ansonsten möchte ich für uns feststellen, das ist ein Beitrag, den wir hier initiiert haben. Es werden noch mehr Beiträge folgen. Für uns ist es wichtig, dass es weiter professionelles Stadtmarketing gibt. Wir haben 60 Millionen, das wissen Sie, Kollege Schaus, in den letzten Haushalt eingestellt, weil wir hier einen Schwerpunkt setzen wollen, weil wir der Auffassung sind, dass die hessischen Kommunen und die hessischen Innenstädte eine Anschubfinanzierung brauchen, um Stadtmarketing jetzt wieder voranzubringen. Wir glauben auch, dass es einen Wettbewerb der Konzepte jetzt geben muss und dass natürlich es eine Sonntagsöffnung geben muss, um das alles einzurahmen und zu fördern. Deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Müller ist schon auf dem Weg hierher. Darf ich ihm jetzt das Wort geben? Bitte schön, Herr Müller. Genau. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Naas hat ja meine Rede bereits gehalten. Also ich brauche nichts mehr hinzufügen, weil er ja schon Erwartungen formuliert hat. Also ich bin ja wieder. Also heute ist wirklich der Tag der Überraschung. Ne? Die erste Überraschung war, Herr Kollege Schaus zitiert Konstantin im Jahr 300. Sensationell. Das finde ich richtig sensationell. Der war aber kein Atheist und mit Sicherheit auch kein Linker. Aber das ist mal egal. Und ja, und Sie sagen, die Verfassung, so einfach ist es ja auch nicht. Aber ich nehme trotzdem mal eins vorweg, wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen können. Das erkläre ich Ihnen dann gleich, warum. Aber nichtsdestotrotz, lieber Kollege Schaus, der Konstantin, das passt nicht so ganz mit dem Sonntag und der Verfassung. Wir dürfen eins nicht vergessen, es ist ja nicht das Grundgesetz, was das bestimmt, sondern es ist die Bezugnahme auf die Weimarer Reichsverfassung und ausschließlich im Übrigen auf das Kirchenrecht. Also, lieber Kollege Decker, ich bin ja nicht fern von Ihnen in der Konsequenz, aber es immer auf die Sozialstaatsbetrachtung zu ziehen, ist einfach falsch, weil die kirchenrechtliche Betrachtung, Artikel 139 folgende Weimarer Reichsverfassung, ist ausschließlich eine Glaubensbetrachtung gewesen und deshalb bezieht sich auf das Sonntagsverbot eben als kirchliches Sonntagsverbot. Und da kann man lange drüber diskutieren, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt kommt das, was Sie erwartet haben, Herr Kollege Naas. Die Verfassungslage ist, wie sie ist. Und vor allen Dingen, das wäre alles nicht so schlimm, wenn nicht die Rechtsprechung so wäre, wie sie ist. Und Sie wissen, dass in Nordrhein-Westfalen genau das versucht worden ist, was Sie jetzt vorschlagen auf gesetzlicher Ebene. Dort hat man es im Verordnungswege aufgrund gesetzlicher Ermächtigung gemacht.
Nein, es hat nicht nur nicht gereicht, sondern das Gericht hat in Nordrhein-Westfalen klipp und klar gesagt, es gibt keine Grundlage für den Landesgesetzgeber, dieses so zu gestalten. Und an dieser Stelle sind wir dann in einer Einbahnstraße. Aber es geht ja doch um etwas anderes. Zunächst einmal möchte ich Folgendes sagen. Ich bin der Landesregierung, insbesondere aber dem hessischen Ministerpräsident, hoch dankbar, dass er bereits ganz am Anfang der Pandemiekrise genau die Einzelhändler, die kleinen Unternehmer nie aus dem Blick verloren hat und immer bei alledem, was wir in der Pandemie gemacht haben und gestaltet haben, gesagt haben, wir müssen das vorsichtig tun und wir müssen an morgen denken, denn wir müssen daran denken, dass wir auch zurückkehren können. Und insoweit, glaube ich, ist diese Stimme immer gehört worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vier Sonntage, die bringt es nun auch nicht. Wenn wir uns die... Herr Kollege, was ich glaube, das ist nicht Ihr Ding, jedenfalls nicht das wahrscheinlich, was Sie glauben, aber ungeachtet dessen, ja gut, also setz mich mal nicht mit auseinander. Die vier Sonntage, Kollege Naas, die bringen es nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir jetzt insgesamt überlegen, wie können wir dem hessischen Einzelhandel in der Fläche wieder auf die Beine helfen, wenn es denn jetzt irgendwann hoffentlich wieder losgeht. Wenn das Licht am Ende des Tunnels, welches wir deutlich sehen, auch so ist, dass wir aus dem Tunnel herauskommen und dann wieder Leben in die Städte holen. Damit ist es nicht getan, dass wir sonntags öffnen, denn wir hatten ja erstaunlicherweise in der Zwischenphase der Pandemie eine interessante Erfahrung gemacht, nämlich dass wir offen hatten, und die Menschen nicht in die Städte gekommen sind zum Einkaufen, weil sie für sich gesehen sehr vorsichtig waren. Und deshalb war der Weg, den die Landesregierung immer beschrieben hat, wir müssen vor allem eins tun, wir müssen impfen, die Menschen insoweit immunisieren, herauskommen aus der Krise, damit die Freiheit, die innere Freiheit wieder da ist, auch wieder einkaufen gehen zu wollen. Deshalb ist es nicht der Weg, einfach mal sonntags aufzumachen, sondern wir müssen die Pandemie überwinden, um dann für die Innenstädte etwas zu bieten. Und ich finde, die Landesregierung hat sich in ganz vielen Bereichen auf den Weg gemacht mit Innenstadtförderungsprogrammen, mit der Dorfförderung, mit der Veränderung der Innenstädte an und für sich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist aber nicht alles. Die Innenstädte haben seit langem eine Veränderung, stückchenweise leicht schleichend, aber immer sehr deutlich gemacht. Fahren Sie doch mal durch Nordhessen, durch die Dörfer und auch kleinen Städte oder auch Mittelhessen, auch durch meine Heimatstadt. Sie haben den Werbering, ist kein Gewerbeverein, den Werbering Herborn, dessen Vorsitzende der erste Stadtrat der Stadt Herborn und gleichzeitig Mitglied meiner Partei ist. Der hat was Richtiges geschrieben aus seiner Sicht. Ich bin übrigens auch Mitglied in diesem Werbeverein. Also insoweit ist das alles in Ordnung. Aber es wird nicht helfen, denn die schleichende Veränderung der Innenstädte ist doch eine ganz andere. Die Menschen konsumieren inzwischen anders. Die Menschen konsumieren nicht nur inzwischen anders, sondern sie haben andere Vorstellungen von Service. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wenn ich zu meinem Radiohändler vor Ort gehe, dann bestellt er das, hat ungefähr anderthalb Wochen später das Gerät. Wir schauen uns das an. Wenn ich es zurückgebe, gebe ich es zurück oder ich nehme es mit nach Hause. Die Menschen gewöhnen sich aber dummerweise an eine Situation. Sie gehen an den Computer, klicken, am nächsten Tag ist es da, gefällt es nicht, holt es die Post wieder ab. Sie müssen noch nicht mal irgendwas tun. Das ist die Situation, der sich unser Einzelhandel ausgesetzt sieht. Und da hilft es auch nicht, auf den Lebensmittelhandel zu verweisen per se. Der hat Umsatzzuwächse ohne Ende, weil er ja während der Pandemie auch weil er ja in diesem Zusammenhang Mitnahmegeschäfte auch aus den Teilen, die er üblicherweise nicht so massig verkauft hat, mitgenommen hat. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen insgesamt darüber nachdenken, wie können wir dem Handel helfen, wie können wir den Innenstädten helfen und damit sicherstellen, dass Leben in den Städten bleibt. Und dazu haben wir verschiedene Anträge gestellt, dazu haben wir verschiedene Programme entwickelt. Und ich glaube, auf diesem Weg müssen wir uns gemeinsam machen. Dazu gehört aus meiner persönlichen Sicht sicherlich auch ein Sonntag oder der Sonntag. Das sehe ich überhaupt nicht so dogmatisch. Das kann man aber unterschiedlich diskutieren. Und so ist es diskutiert worden. Ich habe Respekt für jede Argumentation, die auch dagegen spricht. Nur, wir wollen das nicht überhöhen. An diesen vier Sonntagen, ungeachtet der rechtlichen Problematiken, die wir haben, scheitert es zurzeit nicht, sondern es scheitert zurzeit daran,
dass die Möglichkeiten, selbst wenn die Läden heute auf sind, werden sie nicht in die Lage kommen, in der sie eigentlich sein müssen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie können wir uns auf den Weg machen, den Handel in unserem schönen Hessenland und insbesondere im ländlichen Raum, da lege ich Wert drauf, wieder vernünftig zu fördern. Aber es ist doch nicht der Handel allein. Schauen Sie doch mal, lieber Herr Kollege Naas, Sie machen sich auch keine Gedanken über Sonntagsöffnungen von Kneipen, von Gaststätten. Und schauen Sie sich das Gaststättensterben auf dem Land an. Schauen Sie an, wie sich die Menschen verändert haben, die eben nicht mehr abends in die Gaststätte gehen oder nach der Arbeit ihren Schoppen trinken, sondern dass sich das Freizeitverhalten, eben auch das Konsum der Verhalten ganz grundlegend verändert hat. Und dagegen gibt es kein Zaubermittel. Dagegen gibt es kein Schnipp und kein Wiede-Wiede-Witt. Und fertig ist das System, sondern dagegen geht es nur ein konzertiertes, überlegtes Handeln, wie wir den ländlichen Raum, aber auch die Innenstädte insgesamt fördern können. Und ich persönlich bin der Auffassung, die Hessische Landesregierung ist dort auf einem ausgezeichneten Weg. Und ich bin dankbar, ich wiederhole es noch einmal, dass der hessische Ministerpräsident bei allen Diskussionen in der Ministerpräsidentenkonferenz immer Wert darauf gelegt hat, zu sagen, wir müssen auch an die Wirtschaft vor Ort denken. Und deshalb müssen wir manche Dinge langsam machen. Er hat es doch hier in der Regierungserklärung, lieber Holger Bellino, wenn man das mal, dem habe ich zugehört, gesagt. Und das muss man an dieser Stelle doch mal konzidieren. Außerdem sitzt er jetzt hier und da muss ich auch ein bisschen Punkte machen. Deshalb sage ich das jetzt auch so. Ne? Habe ich ihm versprochen. Nein, Scherz beiseite. Es muss ja auch gesagt werden, was so ist und was gut ist. Und ich weiß, insoweit sind wir bei der Hessischen Landesregierung in einer guten Hand. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Müller. Die AfD hat noch übrig 2 Minuten 12, und für diese 2 Minuten 12 hat der Kollege Lichert sich noch einmal gemeldet. Herr Präsident, verehrte Kollegen, ja, in der Tat möchte ich mir noch diesen kleinen Nachschlag genehmigen, weil es ist ja gerade wieder einmal deutlich geworden, wortreich, schön verpackt, aber am Ende des Tages nur heiße Luft. Das ist leider der Gehalt, also sprich der Nichtgehalt dieser Rede gewesen. Und die FDP hat zu keinem Zeitpunkt, und auch wir, die wir diesen Gesetzentwurf hier unterstützen, zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass damit alleine die Rettung des hessischen Einzelhandels verbunden wäre. Aber es ist Teil eines Maßnahmenbündels. Und nicht mal diesen kleinen Schritt sind Sie bereit zu gehen. Und das ist einfach das, was wir Ihnen vorwerfen. Ja, Thorsten Polleit hat für die Rettungspolitik der Regierungen eine schöne Formel gefunden. Er hat nämlich gesagt, erst bricht der Staat dir die Beine, und dann schenkt er dir Krücken, die du vorher selber bezahlt hast. Das ist die Situation, die wir hier haben. Und noch einmal, was ist denn bitte schön die Begründung dafür, überhaupt dem Einzelhandel so dermaßen bestimmten Teilen des Einzelhandels ein Berufsverbot aufzuerlegen? Dafür gibt es keine wissenschaftliche Basis. Sie müssen etwas tun. Und wenn doch die Einzelhändler selbst sagen, durch ihre Verbände, wir finden die Idee gut, mit welchem Recht stellt sich dann die Politik hin und sagt, wir wissen es aber besser, was der Einzelhandel braucht. Und das ist es nicht. Liebe Kollegen, damit gehen Sie wirklich an der Realität der Einzelhändler Lichtjahre weit vorbei. Ich appelliere noch einmal. Hessens Einzelhändler und ihre Mitarbeiter haben mehr verdient als das, was Sie hier bereit sind zu geben. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, man muss bei dieser Debatte, die ja in der Tat ein bisschen einen Wiederholungscharakter hat, keine künstlichen Gräben ausschütten. Ich habe von niemandem hier gehört, dass er die Sorgen und Ängste, die der Einzelhandel hat, die Gastronomen haben, die gerade inhabergeführte Betriebe und ihre Beschäftigten haben, dass er die nicht ernst nimmt. Die Frage ist, wie kann man dem wirkungsvoll und rechtswirksam begegnen? Darum geht die Auseinandersetzung und um nichts anderes. Und ich kann für die Landesregierung sagen, auch wir teilen diese Sorgen, selbstverständlich.
Wir nehmen sie sehr ernst, im Übrigen von Beginn der Maßnahmen an, zu denen wir uns gezwungen gesehen haben, als das Virus SARS-CoV-2 im letzten Jahr sich pandemisch ausgebreitet hat. Und ich glaube, auch wenn wir noch ein gutes Stück der Strecke vor uns haben, können wir heute doch mit durchaus berechtigtem Optimismus in die Zukunft schauen. Und dazu haben alle Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Vernunft beigetragen. Und dafür will ich auch ganz ausdrücklich Danke sagen. Und dieses Für und Wider, das wir immer wieder abzuwägen hatten, das haben wir selbstverständlich auch und gerade bei der Sonntagsöffnung getan. Es ist ja schon verschiedentlich erwähnt worden. Wir hatten im letzten Jahr auch eine Phase, in der wir zur Entzerrung der Kundenströme Sonntagsöffnungen vorgesehen hatten. Die Erfahrungen sind geschildert worden. Ich muss Ihnen aber heute, wie bereits bei der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs, sagen, das, was Sie hier vorgelegt haben, ist erkennbar verfassungswidrig. Das Rechtsstaatsprinzip bindet nun einmal auch den Gesetzgeber an die höchstrichterlich mehrfach geklärten Grenzen verkaufsoffener Sonntage, weil Sonntage eben verfassungsrechtlich besonders geschützt sind. Und in diesem Teil haben wir nun ja wirklich in diesem Landtag, auch in dieser Legislatur, schon viele Schlachten geschlagen. Wir wissen doch inzwischen, dass die Erweiterung der Sonn- und Feiertagsöffnung sich weder mit der Pandemie noch mit der Aufarbeitung ihrer Folgen rechtfertigen lässt. Und die Zukunft der Innenstädte, der Neustart des stationären Einzelhandels, das sind ganz wichtige Fragen. Aber gerade weil sie so wichtig sind, haben sie auch eine Lösung im verfassungsrechtlichen Rahmen verdient. Die bieten sie mit diesem Gesetzentwurf erkennbar nicht. Und deshalb konnte sich an der Position der Landesregierung zu ihrem Entwurf seit der ersten Lesung im Dezember auch nichts ändern. Der Sonntagsschutz genießt hohen Verfassungsrang. Die Berücksichtigung des Infektionsgeschehens hat weiterhin höchste Priorität. Und das Gute ist ja, dass unsere derzeitige Regelung zu den verkaufsoffenen Sonntagen sich genau in diesem gesetzlichen Rahmen bewegt. Ich glaube, weder dem Handel noch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder auch den Menschen, die am Sonntag einkaufen wollen, wäre mit einer Regelung geholfen, die anschließend gerichtlich für unwirksam erklärt werden würde. Und dennoch haben wir natürlich die Stellungnahmen der einzelnen Verbände und Institutionen aus der schriftlichen Anhörung auch erneut intensiv geprüft und auch bewertet. Es ist aber so, dass sich daraus keine neuen Erkenntnisse ergeben haben. Auf der einen Seite sind die Befürworter der anlasslosen Freigabe der Sonntagsöffnung. Sie verkennen aber, dass eine Erlaubnis der Sonntagsöffnung ohne einen besonderen Anlass das Regelausnahmeverhältnis eben ins Gegenteil verkehren würde. Die Folge wäre, dass solche von den Gemeinden erteilte Erlaubnisse, und das wissen wir nun mal inzwischen aus vielen Gerichtsentscheidungen, für unwirksam erklärt würden. Und so verständlich der Wunsch ist, den stationären Einzelhandel bei der Überwindung der Auswirkungen der Pandemie zu unterstützen, wir teilen diesen Wunsch ja ausdrücklich, falsche Hoffnungen mit erkennbar verfassungswidrigen Gesetzen zu wecken, ist keine Lösung. Und auch zu der Begründung hinsichtlich der Entzerrung der Kundenströme mit der Begründung des Infektionsschutzes, da wurde bereits auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen vom 24. November 2020 hingewiesen. Es ist ganz eindeutig, es sagt, dass das pandemiebedingt große wirtschaftliche Interesse an den Sonntagsöffnungen zwar verständlich sei, es infektionsschutzrechtlich aber keine Rolle spielen könne. Meine Damen und Herren, ich möchte einen mir wirklich wichtigen Aspekt aus dem Ergebnis dieser Anhörung noch einmal hervorheben. In einem Punkt sind sich nämlich die Angehörten alle einig gewesen. Sie wissen um die Lage des Einzelhandels und der Gastronomie, und sie teilen die Sorge, dass die Fokussierung auf den Onlinehandel und das geänderte Konsumverhalten auch nach der Pandemie weiter bestehen könnte. In allen Stellungnahmen, ausnahmslos allen, wurde bekundet,
Initiativen zur Vitalisierung der Innenstädte unterstützen zu wollen. Und alle sind auch zur Mitwirkung und Gestaltung bereit. Und das ist doch äußerst erfreulich. Diese Bereitschaft und dieses Einvernehmen werden in den Gemeinden aufgegriffen werden, und sie werden auch zur Belebung der Innenstädte beitragen. Am 15. Dezember des letzten Jahres wurde das Bündnis für die Innenstädte gegründet. Und dieses Bündnis zielt ja genau in die gleiche Richtung. Das Land Hessen stellt 40 Millionen € für die Städte und Gemeinden zur Verfügung, um im Bündnis Konzepte zu entwickeln, die Innenstädte wieder attraktiver, lebendiger und auch familienfreundlicher zu machen. Meine Damen und Herren, wir haben ein sehr gutes, wir haben ein verfassungskonformes hessisches Ladenöffnungsgesetz, das den Kommunen ausreichende Handlungsspielräume bietet. Die sinkenden Infektionszahlen, die steigenden Impfzahlen sprechen dafür, dass wir die Pandemie hoffentlich bald überwunden haben. Mit unserem Stufenplan zur Öffnung setzen wir die richtigen Impulse, und ich bin sicher, dass die vielen Einzelhandelsbetriebe bald auch wieder Kundinnen und Kunden begrüßen und beraten können. Und dann ist es auch an uns allen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Die simple Regel: Kaufen Sie da ein, wo Sie Menschen treffen. Sie wird nach der Pandemie wieder eine wichtige Rolle spielen. Diesen Gesetzentwurf können wir nur ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Für seine verbliebene Redezeit von 2 Minuten 28 hat sich noch gemeldet der Kollege Dr. Naas. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist immer klug, sich noch zumindest einmal so 2 Minuten aufzuheben. Man weiß nie, was der Kollege Müller und der Minister sagt. Ich finde, das ist hier auch noch einmal notwendig, vielleicht zwei Sachen festzustellen. Erstens. Sie haben sich wieder an der Verfassungswidrigkeit abgearbeitet. Ich kann es hier nur noch einmal wiederholen. Das Regelausnahmeverhältnis ist selbstverständlich bei 4 zusätzlichen Sonntagen im Jahr gewahrt. Die Regel ist, dass der Laden zu ist am Sonntag, und nur im Ausnahmefall ist er eben an 4 zusätzlichen Sonntagen geöffnet. Und dass es 8 Sonntage in Berlin gibt unter linker Regierung, das habe ich ja schon vorgetragen. So, jetzt zur Unterstützung. Kollege Müller hat die ollen Städtebauprogramme hier noch einmal wortreich aufgezählt. Das kann man natürlich machen. Ein bisschen Augenwischerei ist es. Sie waren da schon etwas konkreter, Herr Minister, denn Sie haben auf das Bündnis für die Innenstädte abgestellt. Und in der Tat, Sie haben auch das richtige Datum genannt, nämlich den 15.12. Denn am 15.12. wurde ja dieses Bündnis ausgerufen vom hessischen Wirtschaftsminister, Ihrem Kollegen. Aber seit dieser Zeit ist nichts mehr passiert. Und auch das Ministerium, was gewöhnlich ja die beste Pressearbeit hier in der Landesregierung macht, hat da dann nichts mehr geliefert. Und deswegen ist natürlich schon die Frage, wann kommt da mal was? Wir haben ebenfalls 60 Millionen € eingestellt und hoffen, dass, wie gesagt, bald da mal eine Lösung kommt. Denn wir kommen ja jetzt in die Öffnungsphase, das haben Sie angesprochen. Die Geschäfte starten jetzt neu, die Inzidenzzahlen gehen runter. Und wir wünschen uns ja auch alle diese Öffnung, aber dann muss es auch eine Anschubfinanzierung und eine Anschubunterstützung geben der hessischen Gemeinden, aber auch der hessischen Einzelhändler. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Naas. Wir sind damit am Ende der Aussprache des Tagesordnungspunktes 7 angelangt. Abstimmungen erfolgen dann nachher im Abstimmungsbereich. Frau Kollegin Böhm, seien Sie so lieb. Decken Sie dieses Omas gegen rechts ab. Es ist jedenfalls, Sie können sich vorstellen, mir mitgeteilt worden, dass es stört. Ja, also wir haben darüber oft geredet jetzt hier, dass große Buttons mit politischen Aussagen jedenfalls im Plenarsaal so nicht gezeigt werden. Machen Sie ein Stück Papier davor, tun Sie mir den Gefallen. Es nutzt alles nichts. Gucken Sie nicht so verständnislos, Sie kennen doch die Debatte. Danke schön. Sie können einfach ein Stückchen Papier davor machen, dann sieht es niemand mehr. Danke. So, wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Wie gesagt, Abstimmungen machen wir dann im Abstimmungsblock.